Guten Tag! Hallöchen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed, diesem wunderbaren Silberteil. Es geht um die inneren Werte, Nicole. Ja. Deswegen fangen wir das jetzt ganz schnell wieder raus. Mhm. Man kann sich hier natürlich wunderbar beobachten, schöner Spiegel, aber auch das lassen wir sein. Ist ja verzerrt, ne? Denn wir gucken mal, was da drin ist. Ja, was Rotes. Was Rotes, eigentlich Lilanes. Ja, so ein bisschen lila. Violett. Wunderschöne Farbe. Mhm. Und? Aber es sieht nicht nur gut aus, sondern... Schmeckt auch richtig geil. Für manche. Für mich zum Beispiel. Für mich zum Beispiel nicht. Ja, weil... Aber... Was ist es denn? Weil? Was ist es denn? Weil? Rote Beete Chips. Oh. Ja. Und Rote Beete polarisiert. Genau. Ne? Entweder man mag es oder man mag es nicht. Schwarz oder weiß. So ist es. Keine Grauzone. Keine Grauzone. Aber auf jeden Fall, ich würde sie probieren. Aber ich mache das mal für dich. Okay. Mhm. Dabei kann ich ja dann schon mal erzählen, die sind sehr knusprig, ungesalzen, nichts anderes dran. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, nachsalzen oder auch nicht. Finde ich richtig gut eigentlich. Ja. Schön, dass du heute der Experte bist. Klar, warum nicht? Nee, finde ich auch tatsächlich ganz gut, weil ich bin sehr salzempfindlich so und wenn wir mal da irgendwie... Ja, es sei denn, man ist verliebt, ne? Dann macht man das ganz gerne. Oh, oder? Dann versalzt man und man mag das Salz. Das ich heißt, mag das Salz. Dauerhaft verliebt. Ja, ich bin dauerhaft, ja. In wen denn? Geheimnis. Bling, 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 bling. Ist einfach mal weiter. Ich erzähle euch, dass sie nicht sonnengetrocknet sind. Nein. Sind durch ein Verfahren, durch ein Mikrowellenverfahren getrocknet. Mikrowellenvakuumverfahren. Genau, damit sie schön knusprig sind und nicht bleiben. So labberig. Mhm. Trotzdem bitte irgendwie schnell, so wie normale Chips packen, auch wenn man die halt zu lange offen lässt und sowas. Also schmeckt das ganze Gedöns da drin. Ich aber es ist halt echt perfekt für einen Filmabend. Ne? Ja, für die, also, die es mögen. Genau, ja, mich würde man damit jagen, ja, wenn ich da schön auf dem Sofa sitze und dann kommt jemand mit Rote Beete Chips an, wäre ich raus. Rote Beete Chips rein, ich bin mal raus. Gerade schon wieder. Ja, du, Nicole wäre auf jeden Fall noch da, also die könnte damit glücklich machen. Ja. Bio-Qualität übrigens, meine Lieben. Und du als Experte, sag doch mal, wo sie herkommen. Aus der Europäischen Union. Oh lala. Ja, haben wir auch drauf geachtet. Ja. Na, also, sie sind auch nicht, hattest du gesagt, glaube ich, ne? Nicht frittiert? Nicht frittiert, habe ich nicht gesagt. Wichtig. Wichtige, aber dafür ist der Experte ja dabei. Ja, genau. Und aber trotzdem hast du das nicht gemacht. Dankeschön. Dank. Sie sind nicht frittiert, haben wir auch Wert drauf gelegt, weil meistens ist es dann ja, der Fettgehalt schießt ja dann total in die Höhe. Und man hat irgendwie mal ein schlechtes Gewissen, wenn man abends auf der Couch sitzt und sich Chips reinzieht. Bei denen braucht man es echt nicht. Weil sie sind halt nicht frittiert, sondern halt mit diesem Mikrowellen-Vakuum-Verfahren getrocknet. Okay. Und halt, es ist halt 100% Rote Beete. Nix. Perfekt. Drin. Ja. Richtig gut. Für alle, die es mögen, ich sag's auch mal. Ja, und ich lasse dich jetzt einfach mal weiter essen, Nicole. Ja, verabschiede uns beide von diesem wunderbaren Expertenvideo mit dem Experten Julia diesmal. Und, super gemacht, Julia. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Absolut. Wenn ihr auch diese wunderbare Packung zu Hause ankommen lassen wollt. 200 Gramm sind da übrigens drin. Das ist auch echt richtig viel. Ja, weil die wiegen ja eigentlich auch nichts. Ne? Genau. Ja, falls ihr diese wunderbare Packung haben wollt, Link plus findet ihr unten in der Beschreibung. Sagt uns gerne, ob ihr Rote Beete mögt und eine Nicole seid oder eher nicht und eine Julia seid. Würde mich auch mal interessieren. Ja, mich auch. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Au revoir.